Ostern steht vor der Tür, liebe Trickster, und passend dazu 5 Wetten mit Ostereiern, die ihr immer gewinnt. Die funktionieren natürlich auch mit normalen Eiern. Okay, sorry dafür. Wette Nummer 1. Wetten, ich schaffe es, ein Ei schneller zu trennen als du. Gemeint ist Eidotter von Eiklar. Oder auch Eigelb von Eiweiß. Euer Gegenüber wird jetzt sagen, nee, niemals. Und ihr sagt, oh doch. Während die meisten Leute jetzt ihr Ei aufschlagen würden und es dann in den beiden Hälften versuchen würden zu trennen, den Dotter hier zu behalten, hier ein bisschen Eiklar abgießen, ihr kennt das, machen wir das Ganze mal richtig classy. Um unseren Eidotter jetzt vom Eiklar zu trennen, brauchen wir einfach nur wieder unsere leere Plastikflasche. Wir drücken sie ein wenig zusammen, gehen vorsichtig zum Eidotter, Vorsicht, und saugen langsam den Dotter an. Ganz vorsichtig. Und ihr seht, der Eidotter ist hier vollständig vom Eiklar getrennt in der Flasche. Ich kann das hier sogar noch ein bisschen abtropfen lassen. Das jetzt zu unserem Zielgefäß bringen und dort langsam wieder herausdrücken. Und zack, flupp. Und schon ist das Ei getrennt. Wette Nummer 2. Die Wette lautet, wetten, ich schaffe es, ein gekochtes Ei durch einen Flaschenhals in die Flasche zu kriegen, ohne dass das Ei kaputt geht. Euer Gegenüber so, Digga, ist zu viel, Digga. Digga, ist zu heftig, Digga. Also nur, wenn euer Gegenüber Leon Mascher ist. Digga, ist zu viel, Digga, ist zu heftig. Ja. Wir brauchen eine Flasche und warmes Wasser. Das ist der Clou. Das warme Wasser füllen wir jetzt in unsere Flasche rein. Ich habe das gerade zum Sieden gebracht. Das dürfte jetzt also ungefähr 80, 90 Grad Celsius warm sein, das Wasser. Und das füllen wir jetzt erstmal in die Flasche rein. Achtet darauf, dass eure Flasche nicht einen zu engen Hals hat. Ihr werdet gleich sehen, warum. Okay, das warme Wasser ist jetzt in der Flasche drin. Yes, die ist schon richtig schön heiß. Das lassen wir jetzt kurz drin, damit sich der ganze Innenraum vollständig erwärmt. Nachdem das passiert ist, kippen wir das Wasser wieder aus und legen jetzt unser geschältes, gekochtes Ei auf den Hals drauf. Genau so. Der Innenraum dieser Flasche ist jetzt warm. Warme Luft dehnt sich aus. Während das Ganze jetzt abkühlt, zieht sich der Innenraum also zusammen und saugt das Ei von selbst in die Flasche hinein. Jetzt heißt es nur noch warten. Eine Ewigkeit später. Der Innenraum ist schon abgekühlt. Okay, das Ganze ist gescheitert, weil er das Ei leider bei mir zerfetzt hat, weil ich das vorhin schon mit einer Glasflasche mit einem viel zu engen Hals probiert habe. Erst reingeklappt. Ja, okay, also eigentlich sollte das funktioniert haben. Kann euch aber nicht sagen, warum es bei mir nicht funktioniert hat. Hey, doofes Ei. Nehmt auf jeden Fall kleinere Eier und kocht sie nicht allzu hart. Nehmt weich gekochte Eier. Ich habe jetzt leider nur hart gekochte Eier da. Ja, super. Okay, stellt euch einfach mal vor, das Ganze sähe so aus. Ja. Ist jetzt natürlich total glaubwürdig, wenn ich sage, das klappt, aber ich habe selber nicht zum Klappen gebracht. Probiert ihr das doch bitte mal aus und schreibt mir in die Kommentare, hat es bei euch funktioniert? Könnt ihr mir Tipps geben, wie ich das zum Funktionieren kriege? Das ist irgendwie peinlich gerade. Vielleicht klappt es ja, wenn ich das Ei... Wette Nummer 3. Wette Nummer 3. Wette Nummer 3 lautet, wetten, ich schaffe es, ein Ei schneller zu schälen als du. Euer Gegenüber so. Eischälen in Rekordgeschwindigkeit, überhaupt kein Problem. Wir schälen am Boden etwas weg, in etwas so groß, und wir schälen an der Spitze ein bisschen weg. In etwa so. Jetzt müssen wir nur noch eins tun, und zwar... Und wir sehen, das Ei löst sich vollständig von der Schale ab. Und jetzt ist es wirklich nur noch ein Akt von wenigen Sekunden, die Schale zu entfernen. Doch das geht auf jeden Fall noch schneller. Wette Nummer 4. Und gegenüber so. Okay. Wir brauchen das Ei, das wir schälen wollen, und eine kleine Schüssel. Kann auch aus Plastik sein, hier so eine Brotdose im Prinzip, mit etwas Wasser darin. Ich hoffe, ihr könnt das Wasser gut sehen. Das Ei kommt hier rein, der Deckel kommt drauf, und wir shakern das Ganze ordentlich durch. Das war vielleicht ein bisschen zu ordentlich. Ja. Das Ei kommt in das Wasser hinein, der Deckel kommt auf die Schüssel drauf, und jetzt schütteln wir das Ganze etwas. Nicht zu dolle, ganz sachte aus dem Handgelenk schütteln. Ich hoffe, ihr könnt das überhaupt erkennen. Seht ihr das, wie das Ei sich langsam von selbst schält? Ein bisschen weiter schütteln. Zack. Und ihr seht, das Ei schält sich wirklich von selbst. Glaubt nicht immer dem Internet. Im Internet heißt es, das Ganze geht innerhalb von wenigen Sekunden. Musste jetzt aber schon 10 Sekunden schütteln. Aber ihr seht schon, das lässt sich hier ganz einfach ablösen. Zack, ja, ich kann das Ei hier einhändig zu Ende schälen. Das ging noch schneller, als da rein zu pusten. Die Wette gewinnt ihr auf alle Fälle. Es geht auf jeden Fall schneller, als das Ei normal per Hand zu schälen. Und zum Schluss, Wette Nummer. Sieht man das überhaupt noch? 5? Wetten, ich schaffe es, ein Ei zum Stehen zu kriegen, zu balancieren. Euer Gegenüber so, nein, Digga, was? Das soll gehen.
Glaubt mir, Leute, es geht. Ihr streut einfach ein bisschen Salz auf die Arbeitsfläche, balanciert das Ei auf dem Salz und pustet den Rest einfach etwas zur Seite. Und ihr seht, das Ei balanciert. Ihr habt nie gesagt, dass ihr kein Salz verwendet. Wette gewonnen. Warum rede ich so zurückgeblieben? Ich fühle mich hier wie Crazy Russian Hacker. Boom, check this out. Amazing. The egg eats dance here in my laboratory. We saved your sound number one priority. Das waren 5 Zaubertrick-Wetten mit Eiern, die ihr immer gewinnt. Lasst mich auf jeden Fall unten in den Kommentaren wissen, welche dieser Wetten ihr jetzt machen werdet. Und falls ihr die eine oder andere schon gemacht habt, dann kommt gerne zu diesem Video zurück und schreibt mir in die Kommentare eure Erfahrungen. Habt ihr gewonnen? Hat das Ganze funktioniert? Worum wettet ihr? Worum wettet ihr mit euren Kumpels oder euren Familien mit diesen Ostereierwetten? Lasst mich das unbedingt wissen. Das hat ja im Prinzip fast schon so ein bisschen was von Lifehacks im Test. Wenn ihr so mehr Videos in genau diesem Stil sehen wollt, Infokarte da oben, da ist eine Playlist mit all meinen Folgen Lifehacks im Test. Die sind alle sehr ähnlich aufgebaut wie dieses Video. Vor allem kann ich euch dabei das Video empfehlen, wie man Schere, Stein, Papier jedes Mal gewinnt. Und auch Top 10 Spicker. Das war jetzt eine etwas andere Art von Zaubertrick. Nächste Woche, am Ostersonntag, alle in den Kalender schreiben, am Ostersonntag, 14 Uhr, kommt ein mega krasser Profi, David Blaine-Style-Trick, den ich auch erklären werde mit Tutorial, keine Sorge, Magier-Kodex, alles gut, das ist nur ein Trick, der ähnlich ist wie ein Trick, den David Blaine performt, aber ich habe ihn in meiner Variante abgewandelt, also keine Sorge, es ist im Prinzip mein eigener Trick, den ich ja verrate, also das darf ich ja. Das ist ja meine Entscheidung. Bis nächsten Sonntag, ansonsten bis Mittwoch, da kommt nämlich ein 30-Sekunden-Trick. Wenn ihr dann einen Zaubertrick mit dem Ei haben wollt, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Mache ich außerdem da oben jetzt eine Infokarte mit einer Abstimmung. Wollt ihr einen 30-Sekunden-Trick mit einem Ei? Ja oder nein? Einfach eben abstimmen. Ist auch kein Problem, wenn ihr nein sagt, dann überlege ich mir etwas anderes. Alles gut. Wir sehen uns dann. Ansonsten unten links von mir mein letztes Video, das war die letzte Rätselstunde. Und unten rechts von mir einfach mal meine letzte Folge Lifehacks und Test, wie ihr immer Schere, Stein, Papier gewinnen könnt. Auf der Seite könnt ihr mich sonst abonnieren und ich weiß, die Endcard ist jetzt wieder hier schwarz, weil ich dieses Video auf jeden Fall vom Laptop ausschneiden werde und da fehlt mir die Endcard drauf, die sollte ich dann mal rüberziehen. Aber ab nächster Woche ist wieder alles in Ordnung. Bis dahin, euer Mr. Trick 6L und ciao.